Mir fehlt eine verschissene Vorratkapsel. Easy. Easy going. So, versuchen wir noch ab bis 90 bis 100, hä? Das kriegen wir hin. Sieht aus wie ein Clown. So, 90 bis... Mein, ich verstehe nicht, was Rang ist, ne? Guck mal, hier stehe ich.
Ganz egal. Was um was? 90 bis 100. Let's go. So, Schild weg und dann mit Frick durchdrehen. Das war 91. Und es geht alles noch klar, ne? Das ist alles noch okay. Ist am meisten Schaden gerade so in der Gruppe, ne? Einfach dashen und dann. Und dann angreifen. Also für mehrere Gegner lohnt sich das auf jeden Fall. Ich möchte jetzt einfach mal behaupten. Der sieht auf jeden Fall schon ordentlich aus, ne?
Das war 93. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren hier, ne? Also man muss gerade, müssen schon ein bisschen mehr draufhauen, ein bisschen mehr ausweichen, die Ultis benutzen und. Der Move auf jeden Fall cool. Der schlägt mich und ich dash zurück und zerschneide ihn quasi aus der Ferne. Mokido. So, 96. Wir gehen auf 97.
Erstmal hier das ganze kleine Vieh und dann kommen wir da zu Leutnant. Leutnant See. Läuft 97. Zwei Stufen noch. Der Schild einfach wegschmilzt, ne? Das ist einfach zu gut. Aber ich glaube, ich brauche noch ein Feuerchar. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühlt sich das noch nicht so richtig an. Vielleicht müssen wir King wirklich noch hoch machen. So, 99 kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich auf Ice Team bleibe. Also wenn ich solo unterwegs bin, habe ich halt Frick, Meryl und Nemesis dabei. Wenn wir einen Heiler haben, könnte ich rein theoretisch noch zu Basa reinmachen. Dann hätte ich ein volles Ice Team. Ist die Frage, ob es das bringt. Oder ob ich nicht lieber auf mich Kombi setzen soll. Ja, bei allen Gegnern mit Resistenzen gegen Eis bin ich dann am Arsch. Okay, Leute,
100. Stufe 100. Kann der hier überhaupt seine Ulti ausleben? Der kann den nicht ausleben, weil ich es nicht zulasse. Das ist davon abgesehen, aber. Komplett falsche Richtung. Und down. Okay. Das war Ebene 100. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie weit ihr momentan im Abyss seid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao. Wieder einfach eine Versorgungskapsel. Mal gerade auf der interaktiven Map gucken, ob es da was gibt, was irgendwie total hidden ist. So, man könnte jetzt noch hier außen gucken. Die Frage ist, zu was zählt das? Okay, das zählt nicht. Da wäre noch eine. Da könnte man noch gucken. Das ist, glaube ich, die einzigste, die ich vergessen haben könnte. Jetzt müssen wir so wirklich abgehen. Ne? So, da. Sonst müssen wir so wirklich abgehen, komplett.
So, die Versorgungskapsel da hinten haben wir aber. Hätte ich mal behauptet. So, dann. Ja, nützt nichts, ne? Wir müssen da alle. Wir müssen alle lang laufen. Und noch ein paar gefallene Früchte aufsammeln. Und ein bisschen Salat. Nicht nur Supply Pot 1, auch 2, ne? Da kann man ja nicht sehen, was das für eins ist, ne? Okay. Ne, wir gehen's ab. Komm, heute sind wir fleißig. Heute sind wir fleißig. Ist das hier korrekt? Ne, wahrscheinlich meint ihr die hier. Die haben wir. Die da haben wir. So, die hier haben wir. Dann gibt es hier eine. Die hier haben wir. Hi, hi. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich versuche gerade 100% den Astra zu schaffen. Und dadurch nicht mal alle Spots abgehen. Bin noch wach. Ja, aber es ist ja trotzdem ein guter Morgen, oder? Auch wenn du noch wach bist.
Was hält dich so lang wach? Ja, Blumus. Wir sind auf Blumus. Da oben ist das Supply Ding. Blumus. So, dann gehen wir hier runter. Hey, danke dir für den Follow. Wenn du willst, komm trotzdem gerne ins Discord. Also, man kann nie genug über Tower of Fantasy quatschen. Oder sich zumindest austauschen. So, den haben wir, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier in die Mitte. Den hier haben wir. Dann gehen wir mal hier in die Mitte. Irgendwo fehlt mir ein, so ein beschissenes Depot. Und vor allen Dingen nur eins, wenn es fünf wären. Aber es fehlt halt nur eins. Klar, du darfst alles fragen. Meryl, Rick, Zero, Shiro. Also ich kann ja sagen, welche ich nicht habe. Ich habe die Gun Lady nicht. Fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Und ich habe die... den Kokoritter nicht. Also den Heiler. Sonst dürfte ich eigentlich alle haben. So. Mal gerade gucken, wo wir hier sind. Also hier oben auf dem Berg. Da quasi. Ah, und Claudia natürlich nicht. Claudia, auf die habe ich nicht gezogen. Auf Claudia habe ich nicht gezogen. So, das hier ist wahrscheinlich dann der hier. Dann geht's weiter mit eins darunter. Genau, Nemesis und Frick, ja. Hab ich auch gerade auch ausgerüstet, die beiden. So. Mal gerade gucken. Wir sind hier. Und hier ist der nächste, aber den werde ich wahrscheinlich, den habe ich wahrscheinlich schon. Warum war der jetzt gerade im Fokus? Also Claudia werde ich skippen. Ich habe jetzt alles auf Frick gepult. Wenn ich die C1 bekommen würde, wäre super. Ansonsten ist das halt leider so. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass ich die nicht nochmal bekomme. So, den hier haben wir. So, dann gibt's einen hier und da. Die beiden können wir noch abgehen. Das haben wir auch alles ein, was hier in der, was uns hier in den Weg kommt. Ja, ich hatte tatsächlich auch so eine leichte Tower of Fantasy Pause, wenn man das so nennen will. So, den haben wir, ne? Aber das ist nicht das, was der meinte. Ich glaube, Discord ausgeschrieben. Für den Befehl. Hey, da müsste auch hier trotzdem irgendwo zu sehen sein. Da oben. Nemesis 6 Sterne. Okay, das ist ein Flex, mein Freund. Das ist definitiv ein Flex. So.
Dann hier oben der. Habe ich aber auch. Sehe ich schon aus der Ferne. Habe ich auch. Dann gehen wir jetzt hier weiter rechts. Hast du gecached? Also nehmen wir sie 6 Sterne, dann musst du gecached haben. So, wo sind wir hier? Also, hier unten gibt es auf jeden Fall einen. Darf ich fragen, wie viel ungefähr? Also mich interessiert es nur, also ich verurteile keinen, nicht, dass du es falsch denkst. Mich interessiert es nur, wie viel das ungefähr kostet. Weil das ist ja auch nicht gerade wirklich wenig, ne? So, wo sind wir hier? Da. Den hier. Immer alle Taste. Wo sind wir? Das ist der da, ne? Den haben wir. €500. Das ist krass. Das ist krass. Aber ja, C6 Nemesis lohnt sich definitiv, ne? Die rasiert dann natürlich richtig. So, dann unten. Unten oder ist das der hier? Das ist der hier, ne? Den haben wir. Dann haben wir den hier, glaube ich, noch nicht gefunden. Wartet mal. Sind das zwei Wände? Okay, den haben wir trotzdem gefunden. Es gibt tatsächlich zwei Wände. Ich dachte jetzt tatsächlich, ich hätte den hier gehabt. Dann haben wir den trotzdem. So. Dann brauchen wir noch. Lass mich kurz lügen. Hier irgendwo. Den haben wir aber, glaube ich, auch. Da oben ist er. Ja. Also ein Sub bei mir ist wesentlich günstiger, ne? Wollte es nur einmal kurz anteasern. Ne, 500 € ist krass. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich es auch tun. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es auch tun. Ich investiere schon ein bisschen ins Spiel. Halt von den Einnahmen von Twitch. Auch wenn es nicht viel ist. Aber ja, wenn ich das Geld hätte, würde ich es auf jeden Fall machen. Datennemesis hätte ich, glaube ich, auch auf C6 hochgepult. Weil die halt einfach strong ist. Und vor allen Dingen später im Team kann man die halt wirklich gut gebrauchen, ne? Ja, Claudia will ich auch skippen. Also wenn ich jetzt noch Puls habe, dann werde ich die noch auf Frick reinmachen, so weit es geht. Aber nicht weiter. So, den habe ich auf jeden Fall auch, ne? So, dann müssen wir weiter runter gehen. Man kann auch nicht für jeden Char 500 € ausgeben, ne? Das ist ja sowieso klar. So, dann irgendwo hier. Den haben wir. Lol, ich war gerade in dem Ding drin. Ah. In dem Fettkörper. So, den haben wir ebenfalls. Bin sehr gespannt, ob wir den jetzt finden aufgrund des Ausschlussverfahrens. Ich bin da ja noch nicht so
überzeugt von. Hier ist einer sehr weit hinten. Den könnte ich tatsächlich übersehen haben. Ja, da bist du bei mir auf jeden Fall richtig, denn ich spiele auch noch Genshin nebenbei. Also vom Grind-Faktor her gefällt mir Tower of Fantasy ein bisschen mehr, weil man, glaube ich, ein bisschen mehr rausbekommt von seinem Invest, so, weil es auch sehr Free-to-Play-freundlich ist oder Free-to-Play-freundlicher, sagen wir es mal so. Weil die Pulls, die in den Banner gehen, halt auch übertragen werden und. Da gibt es halt viele Faktoren. So, das ist wahrscheinlich da unten der, ne? Den haben wir anscheinend aber auch. Markieren als gefunden. Aber ja, zwei Spiele ist halt auch so eine Sache. Da muss man halt immer gucken, wo man gerade was reinmacht. Ich habe jetzt den Genshin den Pass auslaufen lassen. Die geben ja jetzt auch vom Spiel her schon mehr Primus mit mehr Events. Von daher braucht man den Pass, glaube ich, auch so jetzt nicht mehr. Und so aktiv spiele ich ja Genshin im Moment nicht. Von daher passt mir das eigentlich ganz gut, so wie es momentan läuft. Bei Genshin nehme ich auf jeden Fall noch die ganzen Events mit und die Hauptstory und keine Ahnung was. Also 3.1 kommt ja auch schon Ende September. Die hauen gerade zu viel raus. Also Tower of Fantasy und Genshin ist halt schon eine Nummer. Zumal hier Patch auf Patch kommt. Also Ende September kommt 3.1 Genshin. Ende November kommt schon 2.0 Tower of Fantasy. Und das ist wirklich irre. Das ist wirklich irre. So, den haben wir auch. Ich schwöre, den letzten, den wir abhaken auf der Map, ist der, den wir nicht haben. Mit 90%iger Garantie. Wo ist der? Der ist da unten. Da haben wir auch schon 1 von 1, also können wir den eigentlich schon abhaken. Wir fliegen mit der Drohne mal rüber, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass wir das haben. Aber den haben wir, ne? Jo. Da oben. Den haben wir ebenfalls. Den da haben wir ebenfalls. Wir können auch mit der Drohne alles absuchen. So, den hier scheinen wir ebenfalls zu haben. Die Drohne ist ein bisschen langsam, oder? Ah, ich lande mal. Die ist ein bisschen sehr langsam. Die ist ein bisschen sehr langsam. So, wir waren hier. Da oben. Können wir auch abhaken, weil sonst wäre das nicht mehr machbar. Da haben wir fertig. Der nächste ist hier oben. Ring des Dingsbums. Was für eine KK hast du, wenn ich fragen darf? Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Will ja nicht wieder irgendwas verpassen.
Die ist ebenfalls. So, dann der da. Die habe ich aber, glaube ich, auch. Jo. Haben wir. Dann dahinter. Hinter der Rune. Ruine. Nicht Rune, Ruine. Wo ist dieses letzte Scheißding? Das haben wir. Dann Berg runter. Hier muss das nächste sein. Irgendwo. Da. Gefunden. Früher waren sie noch auf dem Server, jetzt stark abgefallen. Level 55 und 29k. Okay, da bin auf dem Level bin ich ungefähr auch gerade. Also ich bin zwar schon 63, aber immer noch auf 29k. Das ist halt der Nachteil. So. Dann hier oben auf Asperas Friedhof. Da müssen wir hin. Warum warst du inaktiv? Kein Bock oder? Ich hatte zum Beispiel 2 Wochen krank und dann 1 Woche im Urlaub unterwegs. Also war ich schon 3 Wochen nicht gezockt. Das war natürlich bitter, aber auch komplett okay. So. Hier muss irgendwo was sein, Freunde. Es ist vielleicht das Ding, was ich hier noch nicht habe. Es ist da oben. Es könnte mir nicht angezeigt worden sein, als ich unten war. Wieso falle ich jetzt hier die ganze Zeit runter? Hat keinen Bock, sich festzuhalten. Guckt euch das an. Krass. Einfach keine Lust. Dann müssen wir von hinten hochgehen. Lieber an geraden Wänden, die nicht verbuggt sind. So. Die haben wir aber leider auch. Dann da oben. Aber ich sehe gerade, haben wir glaube ich auch. Ey, ein so ein Ding zu jagen ist echt nervig, ne? Dann lieber 10. Aber 1 ist wirklich richtig nervig. Ja, im Urlaub hatte ich definitiv jetzt auch die letzten 3 Wochen wenig Zeit. Das heißt, ich hatte 5 Wochen relativ wenig Zeit. Aber ab morgen geht die Arbeit wieder los. Und dann habe ich zumindest mal wieder regelmäßig Zeit. Moment, das war der falsche. Den hier habe ich gefunden. Das heißt, zurück nochmal. Ah, das ist aber der, den haben wir auch. Okay. So, dann irgendwo da unten. Irgendwo hier. Den werden wir wahrscheinlich auch haben. Wir sind gleich durch mit der Map, also sehr, sehr, sehr viel kann es nicht mehr sein. Da oben am Schiff, den haben wir auch. Das heißt, der hier ist auch gefunden. Hier muss irgendwo einer sein. Ich weiß nicht, ob es so ein Hidden Ding ist.
weiter oben. Das wird dann wahrscheinlich der hier sein. Den haben wir ebenfalls gefunden. Also Nightlife, wie gesagt, wenn du Bock hast, join gerne im Discord. Da kann man auf jeden Fall immer Leute gebrauchen, mit denen man sich gut über Spiele unterhalten kann. Also Tower of Fantasy und Genshin ist da auch relativ relativ aktiv. Okay, wo ist die hier? Ist die da oben? Ist das das verlorene Kind vielleicht? Nee, die haben wir bereits. So, dann fehlt hier irgendwo noch eine. Die haben wir ebenfalls. Also langsam gehen mir die Ideen aus. Wie kann man den ganzen Tag farmen und die Dinger hier abklappern und das wirklich die allerletzte sein? Also es wird wahrscheinlich die letzte sein. Wir haben sind die komplette Map abgelaufen. Warum kann es nicht die, keine Ahnung, 10. sein, die man abläuft? Warum muss es so weit hinten sein? Das ist einfach mein Glück, was nicht da ist. So, okay. Genug gemeckert. Da ist eins. Noch weiter. Die Kapsel haben wir ebenfalls. Und dann die hier weiter außen ist. Das ist vermutlich die hier. Haben wir ebenfalls. So, dann hier und hier unten. Furchtbar, oder? Ist ja nicht so, als wäre ich die Map schon mal komplett abgegangen. Also irgendwo ist was ich so dermaßen übersehen habe. Wo sind wir hier? Da müssen wir hin, ne? Nee. Da oben müssen wir hin. So viele Kisten. So mitnehmen. Die XP brauchen wir. Ich glaube, wir können heute sogar auf Level 65 leveln, ne? Ich glaube, es ist heute freigeschaltet. So. Wieder haben wir. Dann runterspringen.
Die da haben wir. So, weiter. Die da werden wir wahrscheinlich haben. Die da haben wir. Jupp. So, muss ich mal kurz Pause machen, denn mein Hund muss Pipi. So, hier brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ist runter. Dahinter das, ne? Da wäre der nächste Punkt. Ja, wir machen kurz Pause und dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis später.